Hallo Netzig, willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin 12. Challenge Projekt mit LS Profi und Chat und mit Chrissy Moin. Gaming. Servus. Hier will ich nicht ausreden lassen. Ich bin halt auch so aufgeregt, lass mich in Ruhe. Weil du mit mir spielst, ja, das kann ich irgendwie verstehen. Ja, geh aber. So langsam weiß ich, warum dieses Video gar keinen Bock macht, Alter. Sehen Sie Ich jetzt warum? hänge ein halbes Jahr dran, bis ich alle Fallen gewickelt habe. Jetzt weiß ich, warum ich auch immer das Saloon arbeiten lasse. Ja, aber das ist leider nie da. Oder auf Fortbildung, besser gesagt. So. Auf jeden Fall, Leute, man kann ja mal das selber machen. Ihr könnt euch gerne ohne mit dem Link bewerben für das Team bei mir und natürlich, weil wir suchen noch gut Leute fürs Neue und natürlich auch für hier das Projekt. Deswegen auch hier im Chat haben wir schon Leute nachgefragt und deswegen sage ich es auch in den Videos nochmal, in dem Programm mitzumachen. Einfach ohne in der Videobeschreibung schauen oder hier im Chat einfach aus dem Training mitmachen eingeben, dann kommt ihr nämlich zum Bewerbungs-Discord, dann schreibt man da eine schnelle Bewerbung an die Leute und dann ratzi fatzi ab ins Team. Man muss man sich nämlich allerhöchstens, weil ich auch schon öfters gemerkt habe, dass die Leute einfach zu faul sind, Bewerbungen zu schreiben. Ich sag mal so viel, wenn man wirklich alles sich durchgelesen hat, dauert die insgesamte Bewerbung nicht länger als 2-3 Minuten. Wenn man da auch schon mal zusammenfasst, ein bisschen aktuell und immer so streng, früher waren wir strenger beim Bewerbung, aber aktuell sind wir nicht so streng, deswegen das ist eigentlich relativ easy zu schaffen. Und wenn man wirklich Bock dazu hat mitzumachen, dann nimmt man sich die Zeit. Genau. Deswegen. Siehst du, direkt Bewerbung geschrieben. Hier ist auch aktuell einer online von meiner Teamleitung, deswegen das geht ratzfatz. Leute, ratzfatz geht das. So. Jojo, so schaut's aus. Ja. Oh, Alter, ich. Warte mal kurz. Schwitzt der Herr Kollege. Jo, jetzt wollen wir wieder auf den Hof. Schwitzen Sie, Herr Kollege? Nee, nur nicht. Das gleiche ist bei mir, Alter. Es ist so unangenehm, auf dem Sessel zu sitzen. Das ist insgesamt unangenehm. Könnte ich platzen, Alter. Ja, Herr Kollege, wie geht's Ihnen sonst so? Heute ist natürlich wieder Freitag Livestream, nicht vergessen. Stimmt, Alter. Oh Mann, ey. Aktuell bin ich mir Gedanken echt null dabei. Livestream Action. Bam. Auf jeden Fall ganz gut ballen. Mhm. Ganz gut ballen.
Da wo man sich drüber freut, wenn es viele Ballen gibt, da hat man schon keinen Bock, wenn man das selber wickeln muss, Alter. Deswegen hat man das Lu, aber das ist hier leider nie da. Oder auf Fortbildung, besser gesagt. Ja. Wenn sie vielleicht für 50 Cent die Stunde vielleicht mehr wickeln. Mhm. Sonst auch noch was. Ja, verdient sie mehr, als wenn du bei dir in Real Life arbeitest. Ah ja. No front. Natürlich. Kleine Späßle am Rande. Ich hoffe natürlich, dass du gut verdienst. Weil bis man verdient überhaupt was. Aber das ist ja. Hoffentlich. Was heißt? Was? Ich habe dein Mikrofon. Entweder ist es laut oder falsch. Du arbeitest noch, oder? Nicht ganz, aber naja. Wie nicht ganz, Alter. Sag ich da später. Nicht ganz arbeiten. Anscheinend ist ja doch viel Spannendes in deinem Leben. Hau raus. So, was steht jetzt an? Jetzt brauchen wir den Ladewagen, Herr Kollege. Bis jetzt steht nicht viel an, bei dir? Bei mir steht viel Arbeit an, im Gegensatz zu Ihnen. Okay. Ich wickel hier, was willst du eigentlich? Ich hab keinen Bock mehr, ey. Nun hör auf. Geht aber nicht, dann verdiene ich kein Geld. Dann machen weiter und mutz nicht. Mach du die Arbeit gleich. Was mach? Mach du gleich die Arbeit. Ich mach gar nichts, ich mach meine eigene Arbeit. Und jo. Erzähl uns doch noch ein bisschen was. Ich hab nicht. Du musst was erzählen. Ich hab auch nichts Spannendes. Chill jetzt. Ich hab nichts Spannendes. Du hast irgendwas im Leben, das ist halt nichts Spannendes. Muss ja nicht immer spannend sein, Junge. Ich bin ja nicht im Actionfilm. Doch. Nö. Fährt ihn mit seinem Moped schon wieder lang. Wann kommt bei Ihnen einmal ein Real Life Video? Boah, das wird dauern. Können wir allerhöchstens. Irgendwann mal die GoPro vom Kollegen ausleihen, irgendwas filmen. Aber aktuell ist bei mir noch nichts großartig mit Real Life Shit. Genau, das wollte ich sagen. Wie sieht's denn bei dir aus? Mann, na, bald kommt zu meinem Special etwas, aber dazu will ich einfach nur nichts verraten, weil sonst dann... Weißt du, worauf ich Bock hab? Wenn du die Challenge hast und bei Oma gehen musst. Wohin? Wenn du die Strafe kriegst am Ende und auf Oma gehen musst und dir eine Facecam holen musst. Ja, ja. Da hab ich Bock zu. Warum auf Oma, hä? Ja, haben wir doch gesagt. Du musst ein Facecam kaufen und auf Omel gehen. Muss ich auch. Du hast nicht kein Facecam kaufen. Oh. Da. Facecam lege ich mal so dazu zu. Oh. Oh, wir haben ein neues Teammitglied. Schöne Bewerbung hat er geschrieben, auf jeden Fall. So, wie gesagt, Leute, es hat jetzt nicht lange gedauert, es ist direkt der Kollege schon im Team. Weil er ist eine schöne Bewerbung. Warte mal, ich weiß jetzt, Hans, was lang dabei ist. Er ist, glaube ich, seit Story dabei und Story ist es bald seit bald 2 Jahren. Brauchen Sie Stroh? Ich hab noch Stroh liegen auf meinem Hof. War nur so eine Frage, bevor ich es verkaufen gehe. Ja, verkaufe.
kann keine Musik hören, dann überlasse ich es. LS Pix Balance, wie geht's mit dir? Servus. Und selbst auch top. Danke. Ich liebe es zu wickeln, Leute. Wusste ich das eigentlich schon? Ich liebe es, ey. Ich liebe es. Sieh wie ich Überzeugung. Ich liebe es. Oh, das ist so geil. Ich liebe es zu wickeln. Oh, scheiße. Bin übrigens. Nee. Wirklich? Du bist der Alice Bix Balance bei Nils? Hätte ich jetzt nicht gedacht, Alter. Krass. Leider in dem Namen vom alten Gemäck ist, das ist sowieso so. Aber. Ja, ja. Das ist auch so. Ist auch gut so. Oh, warte, der Hilfe ist drin. Ja. Oh Mann, ey. Weißt du, was geil war heute? Hm. Eine halbe Stunde auf den Bus zu warten. In der Sonne? Ja, bei 31 Grad. Hm, schmeckt. Das schmeckt richtig. Vor allem der Bus, Alter. Kacklima. Ich hab schon gedacht, wir müssen den Berg hochfahren, bevor wir im Dorf sind. Habe ich schon kurz gesagt, wir müssten aussteigen und hinten anschieben. Ah ja. Der hat nämlich nicht umsonst so eine Verspätung. So langsam wie der nämlich Berge hochfährt, Alter. Erinnert mich das gerade. Vor allem, der hat sich angehört, Alter, als hätte er hinten einen fetten Turbolader drin, Junge. Genau so hört er sich die ganze Zeit an, Alter. Mhm. Sehr das Ding ist, der hört sich fett an, nur der hat er kaum Leistung jetzt. Das ist das große Problem. Mhm. Mhm. Der Problem, der ist No Turbo, oder? Turbolado mit No Leistung. Kurz mal die Wälder durchsucht. Da ist aber kein Osterei mehr. Haben alles ausgesucht. Warte kurz, ich muss. Ah ne. Schreibe ich gleich zurück. Wenn die Folge fertig ist. Mhm. Du wolltest da nachher noch kurz was machen, oder? Was wollte ich machen? Nach der Aufnahmesession. Was wollte ich denn da noch machen? Irgendwas mit mir bereden. Wollte ich? Kann ja, sein, ich weiß es nicht. Ich hab aktuell durch die Hitze wie so Alzheimer, Alter. Na, aber du wolltest irgendwas früher fragen von mir. Oder irgendwas besprechen. Kann sein. Glaube ich jetzt, kann sein. Ich weiß auch nicht mehr was. Ich fällt mir gleich wieder ein. Und jo. Dann sehen wir uns heute Abend. Aua. Na, heute Abend 19 Uhr auf Twitch natürlich. Mhm. Und vergesst nicht zu abonnieren und beim Herrn Kollegen vorbeizuschauen. Jo. Und jo. Dann würde ich sagen, war's das mit der Folge. Schaut gern beim nächsten Mal wieder vorbei und vergesst nicht heute im Livestream. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.